Die beiden einfachsten Regeln sind die Faktorregel und die Summenregel. Für die Faktorregel gilt, dieses hier ist eine Konstante aus R, das heißt irgendeine beliebige Zahl aus den reellen Zahlen. Und was muss man tun? Man braucht nicht alles ableiten, sondern man kann die Konstante einfach stehen lassen und kann die Funktion u ableiten. Beispiel dazu. Sie haben ja gerade das Ableiten mit den Exponenten gelernt. Also wenn unsere Funktion 5 mal x hoch 3 ist, dann wissen wir ja, dass die Ableitung von x hoch 3 3x² ist. Und hier die Regel sagt, der Faktor bleibt stehen. Das heißt, es ist 5 mal 3, also 15x². Das kann man natürlich auch beliebig kompliziert machen, sofern man das als kompliziert auffasst. Wenn unsere Funktion e hoch 7 mal x hoch 1,5 ist, dann ist e hoch 7 eine Konstante, das heißt nicht von x abhängig, und x hoch 1,5 die einzige abhängige Teil von x, dann kann man den abhängigen Teil von x ableiten, indem man e hoch 7 stehen lässt, wieder den Exponenten nach vorne nimmt, also die Ableitungsregel für den Faktor, und dann oben im Exponenten abzieht. Also hat man e hoch 7 mal 1,5 mal x hoch 0,5. Die Summenregel, auch nicht kompliziert, sagt nur, dass man in einer Summe die beiden Funktionen, die abhängig von dem x sind, einzeln ableiten kann. Hat man also eine Funktion, die x hoch 3 plus x² lautet, so kann man die Ableitung bilden mit 3x² plus 2x. Man kann natürlich auch Faktor- und Summenregel kombinieren. Das sind dann, ist dann meistens bei Polynomen der Fall. Wenn man zum Beispiel 4x² plus 2x plus 1 hat, so ist die Ableitung erstmal 4 mal 2 sind 8, x, Exponent ein niedriger hoch 1, plus 2 mal x hoch 1, 1 minus 1 ist 0, also bleibt nur noch die 2 stehen und Konstante fallen weg. Also ist das 8x plus 2.